Sie stellt sich ein behäbiges Bauernhaus mit etlichen anderen Gebäuden vor. Bei ihr daheim war er schon öfter, nach dem Kirchenchor zu einem Kaffee. Bewegte sich ungehemmt in der schönen Blockwohnung, fragte nicht einmal, ob er die Schuhe ausziehen solle, bevor er den Teppich betrat. Jetzt wird sie bald sehen, wie er wohnt. Wahrscheinlich noch so wie zu Zeiten der Frau. Doch nicht um die Wohnung geht es. Die Geranien will er ihr zeigen, vor dem Haus. Er hat sie erwartet, sucht vor der Tür an der Seite, steht vor der Tür an der Seite des Bauernhauses und zeigt ihr, wo parkieren. Dann führt er sie gleich zur Südseite vor dem Haus. Herrliche Sonne und eine Blumenfront. Voll Freude schaut er sie an, wartet auf ihre Reaktion. Sie? Nein, schweigt. Die Hauswand ist unsichtbar. Geranien in Kübeln am Boden, Geranien auf dem Holzgeländer der unteren und der oberen Laube, dazwischen Geranien in aufgehängten Töpfen, dunkelrot, weiß, lila und ein leuchtendes Zinnoberrot, ein Blumenmeer. Sie überlegt, wie finster es in den Zimmern sein muss, die Fenster mit Kistchen und Stauden vermacht, spürt aber, dass sie bewundern sollte. Wunderbar, sagt sie, was das zu tun gibt. Ja, ich weiß nicht, wie meine Frau das so nebenbei gemacht hat. Ich brauche den ganzen Vormittag fürs Gießen. Am schwierigsten werden die Hänger sein. Die Hänger sind die mühsamsten, ja. Bei jedem mit voller Kanne auf einen Stuhl. Hilft ihm niemand? Die Jungen haben alle Hände voll zu tun. Er macht sie auf die besonderen Sorten aufmerksam und erzählt, welche seit Jahrzehnten zum Haus gehören. Es sind vor allem die in den großen Kübeln. Lynette wartet darauf, allmählich hineingebeten zu werden, nicht zum Mittagessen, vielleicht zu einem Kaffee. Doch als die 11-Uhr-Glocke vom entfernten Kirchturm läutet, sagt er, jetzt müsse er über ins Stöckli, er und der Götti würden mittags immer bei den Jungen essen, die Daniela koche für alle. Auf dem Heimweg versucht Lynette, keine Enttäuschung aufkommen zu lassen. Vorhin konnte er sie gewiss nicht an den Mittagstisch der Jungen einladen. Hätte sie ihn früher besuchen sollen oder etwa am Nachmittag?